Lesen bedeutet für mich, ein gewisses Stück an Freiheit zu haben. Also Lesen bedeutet einfach für mich, das lesen zu dürfen, was ich möchte. Es wird mir nicht vorgeschrieben, was ich lesen muss. Und das ist einfach mein Leben. Lesen gehört für mich zum tagtäglichen Doing dazu. Das ist wie Anziehen, Zähneputzen, Haare bürsten. Warum schreibe ich? Ich schreibe, weil ich so viel Fantasie in meinem Kopf habe, dass ich die irgendwie runterschreiben muss. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass mein Kopf irgendwann platzt. Und ich habe ja sehr, sehr lange nicht geschrieben und habe dann plötzlich angefangen. Und für mich ist das einfach ein Ventil. Ja? Also ein Ventil von meinem normalen Job, den ich habe in der IT, die Beratungs-, das Thema Beratung mit dem Kunden zu sprechen, über ganz andere Themen, in eine Welt zu schlüpfen, Charaktere zu entwickeln, zu sehen, wie eine Geschichte voranschreitet. Das ist für mich mein Hobby, mein Leben, mein Traum einfach. Macht Spaß. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mit E-Books angefangen, ich weiß gar nicht, ob ich Fremdwerbung machen darf, aber ich habe mit E-Books angefangen aufgrund eines Autors, Cody McFadden. Und ich war so begeistert von diesem Thriller, dass ich unbedingt weiterlesen wollte. Es war aber nachts gewesen. So, und dann saß ich dann da und ich wollte ja wissen, wie es weitergeht mit der Smokey Barrett. Also bin ich in den Apple Store gegangen und habe mir mit allen Büchern, die es dort gab von ihm, alle gekauft und habe dann auch in derselben Nacht weitergelesen, war zwar tierisch müde am nächsten Morgen, war mir aber egal. Ich habe, glaube ich, die ganzen Bücher innerhalb von 3 oder 4 Tagen durchgelesen und damit hatte mich dieser E-Book-Reiz sofort gepackt gehabt. Was ich eben einfach ganz, ganz wichtig finde, dass ich sofort ein E-Book haben kann. Ich muss nicht erst in die Buchhandlung gehen oder auf ein Amazon-Buch warten, einen Tag oder 2 Tage, sondern ich habe es sofort bei mir und ich kann es überall lesen. Ob ich es jetzt mit dem Handy mache oder mit einem iPad oder mit einem Kindle-Reader, wobei ich mir auch erst vor 2 oder 3 Wochen einen Kindle-Reader gekauft habe, weil ich es eben auch wichtig finde, da draußen lesen zu können. Das ist meine allererste Buchmesse. Shame on me. Ich war noch nie auf der Buchmesse in Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt, ich war aber noch nie hier. Und als wir hier reinkamen, war es natürlich total super stressig, weil wir ein bisschen mit der Bahn Probleme hatten. Und dann stand hier eine riesen Menschentraube und ich dachte noch, wer ist denn das? Was ist das für ein cooler Stand? Auf wen warten die? Und dann plötzlich sah ich dann die euch als Kollegen hier oben stehen und dachte mir, oh mein Gott, das sind wir, die auf die gewartet wird. Und es hat mich total umgehauen. Ich bin immer noch völlig aufgeregt und nervös, weil ich das super spannend fand. Auch die Fragen und die Gesichter von den Menschen, das ist einfach so ein tolles Feedback. Ja. Und ich bin gespannt, was heute noch alles passiert. Und ich bin gespannt, wie die Messe so allgemein ist, ob ich auch mal hier ein bisschen wegkomme. Ansonsten komme ich morgen noch mal privat mit der Familie, weil mein Kind ist ja auch so eine Leseratte wie die Mama.